Becher, Schüsseln und so ne Sachen. Habt ihr das in der Schule auch schon gemacht? Also hast du schon mal was aus Ton geformt? Hallo, ihr Großen und Kleinen, Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst eine neue Folge von Die Sims 4. Und dank Very Dark Matter, vielen Dank an dieser Stelle schon mal, weiß ich jetzt, wo mein Notizblock ist. Gott sei Dank, hat mir Very Dark Matter das unten in die Kommentare geschrieben, sonst wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Jetzt mache ich mal mein Notizbuch auf und dann finde ich nämlich auch denjenigen, den ich hier verhaften soll. Und zwar, mal gucken, was ist denn mit dem? Polizeikarriere. Die Verdachtsperson trägt eine lange Hose. Die Verdachtsperson hat schwarze Haare, weiblich, kurzärmliches Shirt. Also, schwarze Haare war das, oder was? Lange Haare? Oh Gott, ey, mein Gedächtnis. Lange Hose, schwarze Haare. Schwarze Haare und weiblich. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier jemanden mit schwarzen Haaren und weiblich finde. Die ist blond. Kann ich da ein bisschen raus scrollen vielleicht? Schwarze Haare, weiblich. Da, die hat schwarze Haare, ist weiblich. So, jetzt gucke ich mal. Lange Hose und T-Shirt, ne? Lange Hose hat sie an, kurzärmliches T-Shirt hat sie an, weiblich ist sie, schwarze Haare hat sie auch. Verhaften. Na dann. Die Hannah war es anscheinend. Hannah Stevens. Mal gucken, ob das stimmt. Nicht, dass ich da nachher die falsche verhafte. Aber man ist ja meine erste Verhaftung und man kann es ja mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich werde da ja wohl jetzt gleich kommen, hoffe ich. Sie sind verhaftet. Ich weiß genau, dass Sie es gewesen sind. So, jetzt bin ich an der Polizeiwache. Theorien zum Fall diskutieren manchmal. Erstmal, das muss ich ja auch machen. Und während ich das mache, gucke ich, wo der Polizeipräsident ist. Mit dem Polizeipräsidenten reden mache ich dann als nächstes. Also, wir diskutieren hier. Oh, ich kann ihn nicht leiden. Macht nichts. Okay, der kann mich nicht leiden. Du kannst weitergehen. Du sollst mit der Polizei. Oh, wo ist denn die Polizeipräsidentin? Ach, da. Da. Das ist doch die Polizeipräsidentin. Kann ich jetzt nicht mit der. Na gut, Polizeidatenbank. Ach so, ich bin in einer Stunde auch. Ist mein Arbeitstag eh zu Ende. Was soll ich damit machen? Durchsuchen. So. Oh, ein Anruf. Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wär's, wenn wir uns alle treffen? Ich dachte, wir könnten uns hier treffen. Alle werden da sein. Wirst du auch kommen? Ja. Schicht beendet. Damakasch hat gute Arbeit geleistet. Die Bürger der Gemeinde werden ihre Bereitschaft, sie zu schützen und ihnen zu dienen, sicher zu schätzen wissen. So, jetzt muss ich doch mal gucken, wenn die nächste Schicht einmal pausieren um 8 beginnt am Mittwoch, heißt das, ich habe noch, ich habe jetzt ein paar Tage frei wieder. Das ist natürlich schön. Da kann ich ein bisschen, ja, einfach ein bisschen noch was tun, ne, und machen. So, jetzt will ich das bitte wegwerfen. Kann ich das hier auch einfach, ja, wegwerfen? Genau. Damit fange ich mal an. Und wann ist denn das Träumertreffen? Kommen die jetzt hier alle gleich hin? Ich müsste mich da mal noch umziehen. Ich will hier eigentlich nicht mit meiner Polizistenklamotte rumlaufen. So, Outfits, Kleidung ausziehen, Outfit ändern. Nackt möchte ich sie natürlich auch nicht begegnen. Ich hoffe ja, dass wirklich alle kommen. Ich ziehe mich jetzt hier mal ein bisschen hübsch an. So, jetzt grill ich aber erstmal. Das sieht schon sehr köstlich aus. Die Träumer. Versammlung starten. So, jetzt. Es geht los. Ich habe Essen gemacht für alle. Hallo. Oh, guck mal, wir haben hier Spaß auf der Terrasse. So muss das sein beim Träumertreffen.
Bahn. Ah, ich finde das nett hier. Oh, guck mal, du hast aber auch ein sehr, sehr tolles Kleid an hier, muss ich ja sagen. Oh, ich glaube, ich muss mal hier, ich fühle mich manchmal ein bisschen, als ob ich unter Aliens bin, muss ich ja zugeben. Oh, 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 es brennt. Oh nein, Damien brennt. Rettet ihn, rettet ihn. Er wird, oh Gott. Puh. Also wirklich, kannst du nicht aufpassen? Ey, Essen war doch fertig, was machst denn du? Ey, du benimmst dich echt wie so ein Außerirdischer. Muss ich ja mal sagen, was bist denn du überhaupt für einer? Du wolltest es heiß machen wie die Sonne? Naja, ich weiß ja nicht. Also, pass auf, ich hatte früher ein Puppenhaus und dieses Puppenhaus, das konnte fliegen. Und dann wurde das fliegende Puppenhaus von einem Bären gefressen und dann konnte der Bär natürlich fliegen. Hat sich mit dem Puppenhaus vermischt und war dann ein Roboterbär, der aussah wie ein Puppenhaus. Na, wenn das keine unglaubliche Geschichte war, dann weiß ich es aber auch nicht. Oh, ach, er duscht jetzt in meiner Dusche. Oh, oh, macht schnell, ich muss auf Klo. Schnell. Braucht er da noch lang jetzt hier mal? Hallo? Bist du mal fertig? Oh, Damien ist fertig. Sehr gut. Der braucht doch jetzt nicht auch noch baden gehen. Dann geht er erst duschen und dann geht er bei mir baden? Ich glaube ja wohl echt bei dem, ey, sag mal, spinnt's irgendwie? Was ist mit dem los? Und könntest du dir bitte mal wieder was Gescheites anziehen? Also, ich weiß es auch nicht. Manchmal frage ich mich, nicht ausziehen. Oh nein. Oh oh. Oh Gott. So. Also, ich glaube doch wohl wirklich. Okay, was machen die da? Ach, die unterhalten sich über Sport. Das ist natürlich cool. Yeah. Wir haben früher in der Schule, haben wir tatsächlich auch immer so aus Ton irgendwas gemacht. Und das haben wir dann auch gebrannt, irgendwie Becher, Schüsseln und so eine Sachen. Habt ihr das in der Schule auch schon gemacht? Also hast du schon mal was aus Ton geformt? Meine Frage der Folge heute, hast du schon mal was aus Ton gemacht? Oh, da wird schon wieder gegrillt. Mögen die meine Hähnchenbrust nicht? Ach Mensch, du. Das kann natürlich passieren. Oh, ja, pass auf, dass das dann nicht wieder brennt, ne? Mit dem Feuer. Also, ich meine, Damien hat das ja vorhin nicht so toll gemacht da an dem Grill. Ach, da sind Burger jetzt auch noch. Guck mal, so viel Essen kann ich im Leben alles nicht aufessen. Was hat der noch mehr Burger gemacht? Was ist los? Jetzt kommen da auch noch Hotdogs. Was ist denn mit denen los hier? Oh, grillt der jetzt schon wieder? Jetzt grillt der noch mehr. Geht der jetzt noch mal raus, was braten? Ja, natürlich, jetzt kocht er da irgendwas. Oh nein. Mal, was macht er denn? Der hat hier jetzt 5 verschiedene Sachen gekocht. Was ist los? Ja, und da kocht die nächste sich was. Können die sich nicht einfach was von den Sachen nehmen, die da sind? Also, ich glaub doch wohl echt, es geht los, ey. Gut, dass ich Hunger hab, wenn ich jetzt gleich wach werde. Ihr könntet ja der Freundlichkeit wegen... Ah, jetzt kocht der Nächste da was. Was für ein Träumertreffen. Sind die Träumer alle so... Also, so essen die alle so viel? Oder was ist los hier in diesem Haushalt? So viel essen kann doch kein Mensch. Ich beende mal die Versammlung. Auf Wiedersehen. Die gehen ja nicht freiwillig hier. Ja, und über Hunger muss ich mir nun wirklich keine Gedanken machen. Das bitte aufräumen. Und das bitte aufräumen. Und das bitte weglegen. Jetzt gucke ich, ob da draußen noch was ist. Ja. Und das bitte weglegen. Damakasch ist tollpatschig. Ja, naja. Oh nein, auch das noch. Oh nein, ich hole einen Reparaturservice. Hallo, könnte bitte ein Klempner kommen? Oh Gott, ich habe Hunger. Öffnen. So, jetzt kann ich doch was essen. Ein Gericht nehmen. So, jetzt esse ich erstmal einen Hotdog. Oh, ich habe immer noch Fieber und mir geht's nicht gut. Und ich stinke nach alten Stinkesocken. Und ich habe keinen Spaß. Und das Leben ist einfach Mist. Ja, du kannst auch baden gehen. Baden ist auch gut.
Baden ist entspannend und ich gucke mich mal hier um, ob hier jetzt noch irgendwo Zeug rumsteht, was ich verräumen muss. Nee, sieht aber gut aus, ne? Sieht relativ aufgeräumt jetzt wieder aus. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das hier wieder hochstellen. Ja, ich glaube, so kann ich es aushalten hier. Happadappa, happadappa, happadappa. Ich gehe duschen, happadappa, happadappa, happadappa. Oh, Jojo. Ich habe gehört, dass heute Abend Aliennacht in der Bar ist. Wie wär's? Ja, klar, gerne. So. Hi Jojo, ich bin eh gerade gelangweilt gewesen, deswegen, und ich bin müde. Oh nein, gibt's hier Kaffee vielleicht? Ich sollte einen Kaffee bestellen. Komm, wir gehen rein. Ach so, ich kann ja hier, warte mal. Das wurde mir ja auch geschrieben. Man kann ja so, genau, nee, das ist das, was ich so für Fähigkeiten gelernt habe. Man kann so Sachen kaufen extra, ne? War das hier? Ach so, nee, das ist noch, das ist der Stammbaum, ist ja interessant. Das ist die Statistik. Belohnungsstore. Niemals erschöpft. Brauchen weniger Schlaf, aber das kostet 4.000, das kann ich noch nicht holen. Aber ich könnte ja jetzt hier zum Beispiel einen Energietrank holen, oder? Einlösen, ja. Dann sollte die Müdigkeit sich doch. Oh, der sieht ja sehr interessant aus. Wow, ein Energietrank. Auf geht's. Ah. Oh Gott, ich will jetzt Sport machen. Ich will joggen gehen. Wer bist du denn hier eigentlich? Hi Fabio. Hallo Fabio. Stehst du auch auf gegrillte Sandwiches, Fabio? Und auf Kaffee? Oh, Sandwich und Kaffee, das wäre jetzt genau das, was ich brauche. Ah, ja, genau, ich bin Damakash. Oh, da kommt ein Alien rein. Ja, freut mich sehr, dich kennenzulernen, Fabio. Ich habe einen total tollen Schrank zu Hause, den wollte ich dir mal zeigen. Wo gehst du hin? Ja. Ich habe davon ein Foto gemacht von meinem Schrank. Oh Gott, da sind Aliens. Ich habe von meinem Schrank ein Foto gemacht, das trage ich im Portemonnaie, auch wenn ich auf Weltreisen gehe, damit ich nie vergesse, wie mein Schrank aussieht. Der Schrank steht im Schlafzimmer natürlich, neben meinem Bett. Ich habe ja überlegt, ob ich stattdessen Computer reinstelle, aber das geht da nicht, da kann man so schlecht saugen. Ja, finde ich auch. Flirten. Hallöchen. Oh, was bist denn du für einer? Was passiert da jetzt? Was mache ich denn jetzt? Damakash, hör auf, da jetzt Sport zu machen. Du hast ein Lama gesehen, echt? Ein Lama ist ja nicht zu glauben. Ehrlich? Ja, hier rennen überall in der Stadt Lamas rum. Ich habe ein Lama-Einhorn gesehen neulich. Das war total verrückt. Weißt du, was ich alles noch in meinem Kühlschrank zu essen habe? Burger und Zucchini und Paprika und Hotdogs und noch mehr Burger. Und Damien hat den ganzen Abend bei mir zu Hause gekocht. Den ganzen Abend stand er am Grill. Ja, kann sein, dass der Kochbücher ausprobiert hat, aber hätte er sich doch einfach in Ruhe dazu hingesetzt, einen Kaffee getrunken und hätte davon erzählt. Oder meinetwegen Sport oder irgendwas. Aber du kannst doch nicht bei fremden Leuten den ganzen Abend grillen, oder? Was denkt ihr? Das ist doch nicht normal. Meinst du, ich sollte ihm das per SMS schreiben? Echt? Ist das nicht ein bisschen unhöflich? Ja. Aber ich gehe, glaube ich, jetzt nach Hause. Guck mal, der lässt mich doch ganz alleine nach Hause gehen nachts. Wie spät ist denn eigentlich? 1 Uhr nachts, oh je. Na, dann habe ich den Weg nach Hause ja gerade so noch gefunden. Und ich muss jetzt ganz dringend in mein Bett. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Und zwar tief und fest schlafen, bitte. Und zwar so tief und fest, wie es nur irgendwie geht. Und dann würde ich sagen, mache ich dann an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich habe jetzt die Folge wieder ein bisschen geschnitten, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich das alles drin lasse. Oh Gott, in einer Stunde muss ich bei der Arbeit sein. Ich schicke sie mal alleine los. Ich habe das Gefühl, wenn ich alles. Weißt du, alles drin lasse in den Videos, dann ist es. Also ich weiß nicht, ich habe in der einen Folge nur gebadet. Das ist halt einmal ein bisschen, das zieht sich dann so ein bisschen hin.
Also ich werde die unwichtigen Sachen werde ich rausschneiden. Das, was ich denke, was einfach nicht wichtig ist, sowas wie schlafen oder wenn man dann da duscht oder alles Wichtige, alles Lustige und alles Interessante lasse ich natürlich drin und schneide ich nicht raus. Ist ja ganz klar, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Die Sims 4 wieder und gucken mal, dass die Damakasch ein bisschen mehr Spaß hat, weil irgendwie so ganz glücklich ist sie jetzt aber nicht gerade, ne? Und ja, da sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao, deine Damakasch.